Hallo, mein Name ist Jöran Moos-Mehrholz und ich beschäftige mich damit, wie sich Lernen und Bildung verändern, beziehungsweise wie wir Lernen und Bildung verändern. In diesem Video werde ich Ihnen das Konzept der 4Ks als sogenannte Kompetenzen für das 21. Jahrhundert vorstellen. Sie bekommen Antworten auf die folgenden Fragen. Erstens, woher kommt das 4K-Konzept und was steckt da drin? Zweitens, das 4K-Konzept steht nicht im luftleeren Raum. In welche konzeptionelle Umgebung kann man es einbetten? Drittens, wie kann ein grundlegendes Verständnis der 4Ks als Leitbild für die Bildung ausbuchstabiert werden? Und viertens, wie wird das 4K-Konzept in einem radikalen Ansatz bereits jetzt in der Praxis genutzt? Los geht's! Die 4Ks umfassen 4 Fähigkeiten, die mit dem Buchstaben K beginnen. Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration, also Zusammenarbeit. So weit, so einfach. Über jede Konkretisierung darüber hinaus existiert, vor allem in der deutschsprachigen Debatte, keine Einigkeit. Sowohl zur Ausgestaltung der 4 Fähigkeiten als auch zur Einbettung in einen größeren Rahmen findet man ein buntes, selten wissenschaftlich fundiertes Mosaik an Konzepten, Interpretationen und Meinungen. Die Debatte um die 4Ks lässt sich deshalb aus guten Gründen mit Attributen wie Beliebigkeit, Banalität, Unwissenschaftlichkeit oder fehlendem Unterbau beschreiben. Gleichzeitig liefern die 4Ks sowohl in Diskussion als auch in der Praxis Inspirationen und Vorbilder, um sowohl das Was des Lernens als auch das Wie des Lernens neu zu verhandeln. Die Geschichtsschreibung der 4Ks verortet den Ursprung auf die USA im Jahr 2002. Unter dem Dach einer damals sogenannten Partnership for 21st Century Skills oder kurz P21 versammelte sich eine Multi-Stakeholder-Initiative. Diese unterschiedlichen Stakeholder, also Interessensvertretungen, umfassten fachliche ExpertInnen, politische Entscheiderinnen sowie Vertretungen aus Gewerkschaft, Bildungsministerium und zahlreichen Unternehmen. Das waren insbesondere die damals führenden Tech-Unternehmen wie AOL, Apple, Microsoft oder auch SAP. Sie entwarfen einen konzeptionellen Rahmen, das Framework for 21st Century Learning. Damals und in den Folgejahren waren die 4Ks häufig Teil einer Debatte über das Lernen im 21. Jahrhundert, wahlweise als 21st Century Skills oder 21st Century Education oder 21st Century Learning oder so ähnlich überschrieben. Gleichzeitig wurden solche Überschriften auch andernorts genutzt, sodass 4K-Modelle in der Regel eng mit den 21st Century Begriffen, aber nicht jede 21st Century Debatte mit den 4Ks verbunden waren und sind. Das P21 Framework umfasst mehrere Bausteine, die zu einem Lernen beitragen sollen, das für Erfolg im Beruf, im weiteren Leben und als Bürgerin angesichts der Anforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereitet. Die 4Ks heißen im Original 4Cs, also 4Cs, und in dem genannten Modell machen sie nur einen Teil aus. Das Modell war also insgesamt umfassender. Die 4Cs sind in diesem Modell in einem Bereich verortet, der mit Learning and Innovation Skills überschrieben ist und 4 Unterpunkte enthält. Creativity and Innovation, Critical Thinking and Problem Solving, Communication und Collaboration. Man sieht also, dass die 4Cs, die 4Cs, die Anfangsbuchstaben der Ausgangsbegriffe waren und man sieht, dass dort noch weitere Begriffe stehen, nämlich Innovation und Problem Solving. Das wird gleich noch einmal wichtig. P21 hat in den Folgejahren dann Forschungen und Publikationen unterstützt, die sich sowohl jedem Einzelnen der 4Ks oder 4Cs als auch der Einbettung in einen größeren Kontext und der Etablierung in der Praxis bis hin zu fachspezifischen Anwendungen widmen. Diese Publikationen wurden vor allem im Hinblick auf das US-amerikanische Bildungswesen ausgearbeitet und für den deutschen Sprachraum eher wenig beachtet, geschweige denn übersetzt. Für die 4 von P21 sogenannten Learning and Innovation Skills hat sich das Schlagwort 4Cs und später im Deutschen dann 4Ks etabliert. Diese Verkürzung hatte Folgen, denn prägnante Schlagworte und einfache Grafiken haben die Verbreitung sicher sehr befördert. Gleichzeitig blieb spätestens beim Transfer in den deutschsprachigen Raum ein Großteil der Inhalte auf der Strecke. Dazu gehört zu Beginn der Verlust der anwendungsorientierten Perspektive Innovation im Zusammenhang mit Kreativität und auch das Problemlösen, das eigentlich zum kritischen Denken dazu gehört, ging oft verloren. Eine konzeptionelle Einbettung in einen größeren Rahmen und die Ausgestaltung der einzelnen 4 Skills waren im amerikanischen Ursprung durchaus vorhanden. Sie wurden
nach meinem Eindruck aber in der deutschsprachigen Debatte nur von einem Bruchteil derjenigen rezipiert, die das Schlagwort der 4Ks in die Breite getragen haben. Das liegt vermutlich in der Vereinfachung auf das Schlagwort 4Ks und im Ausbleiben nennenswerter deutschsprachiger Veröffentlichungen begründet. Dass die 4Ks dennoch ein Thema sind, ist auch dem Umstand zu verdanken, dass OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts dem Konzept einen gewissen prominenten Stellenwert in seiner Arbeit eingeräumt hat. Allerdings blieb auch hier eine zentrale Veröffentlichung aus. Diese Publikation, die 4 Dimensionen der Bildung, mehr dazu werde ich gleich noch erzählen, entstand zwar im Umfeld der OECD und mit einem ausführlichen Vorwort von Andreas Schleicher. Allerdings werden die 4Ks beispielsweise im Lernkompass 2030, das ist eine der zentralen aktuellen OECD-Veröffentlichungen für unseren Themenbereich, gar nicht berücksichtigt. Und sie sind, soweit ich das überblicke, auch sonst nicht Hauptgegenstand einer anderen OECD-Publikation. Vor dem beschriebenen Hintergrund haben sich das Verständnis und die Verbreitung der 4Ks eher ungeordnet und divergierend entwickelt. Ein Symptom davon sieht so aus, dass zahlreiche Erweiterungen um weitere Komponenten existieren. Beispielsweise ergänzte Michael Fullan im Rahmen seiner New Pedagogies for Deep Learning Initiative die 4Cs zu 6Cs. Zu den 4 bekannten Cs treten bei ihm Citizenship und Character Development hinzu. Im deutschsprachigen Raum warb insbesondere die Vordenkerin Lisa Rosa in mehreren Texten nicht nur für ein elaboriertes Verständnis der 4Ks, sondern auch für die Relevanz von Komplexität als 5K. Ich habe Lisa Rosa zufälligerweise gerade hier. Hallo Jörn, ich habe genau gehört, was du gesagt hast. Aber du hast meine Texte ja nicht wirklich verstanden. Du simplifizierst alles und reicht es aus dem Komplexitätszusammenhang raus. Und dann glaubst du, das würde besser verstanden. Aber da ändert sich ja auch die Aussage dabei. Also so einfach ist es nicht. Ja, Mensch, wenn das Leben nur immer so wäre. Neben den fundierten Überlegungen von Fullan, von Rosa und von anderen gibt es noch ungezählte Diskussionsbeiträge um die 4Ks, die sich eher an den Schlagworten als an vorhandenen Konzepten und Ausdifferenzierungen orientieren. Hilfreich für das Verständnis der 4Ks ist der Blick in zwei entgegengesetzte, aber sich ergänzende Richtungen. Zum einen braucht es Tiefenbohrung in jedes einzelne K, um differenzierter zu beschreiben und zu verstehen, was genau mit Kreativität und Innovation, was genau mit kritischem Denken und Problemlösen, was genau mit Kommunikation und was mit Zusammenarbeit gemeint ist. Zum anderen ist die Einbettung in den größeren Kontext notwendig. Bildlich gesprochen, es braucht eine Landkarte, auf der die 4Ks als ein Teil der Landschaft verortet sind. Dadurch würde sich zum Beispiel zeigen, dass Character Development, für das Fullan ja nachvollziehbar plädiert, beispielsweise in dem Rahmenkonzept, das ich gleich beschreiben werde, nicht als 5K, sondern als eigenständige zusätzliche Dimension neben den 4K-Skills steht. Charles Fidel, Maya Bialik und Bernie Trilling veröffentlichten 2015 ein Buch, das 2017 auch in deutscher Übersetzung erschien. Die 4 Dimensionen der Bildung, was Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert lernen müssen. Im ausführlichen Vorwort betont Andreas Schleicher von der OECD, warum es so wichtig ist, das Was in der Bildung neu zu denken. Die Autoren Fidel und Trilling hatten zuvor schon an der P21-Initiative mitgewirkt, aus der die 4Ks entstanden waren. Und beide haben mehrere Arbeiten unter dem Schlagwort 21st Century Skills veröffentlicht. Mit den 4 Dimensionen legen Fidel, Trilling und Bialik jetzt ein umfassendes Rahmenkonzept für Bildungsziele und für Lerninhalte vor, in denen die 4Ks eingebettet sind, also einen größeren Rahmen bekommen. Die Autoren definieren in diesem Buch 4 Dimensionen, und zwar die folgenden. Erstens Wissen, definiert als was Lernende kennen und verstehen. Zweitens Skills, wie sie ihr Wissen anwenden. Drittens Charakter, wie sie sich in der Welt verhalten. Viertens Meta-Lernen, wie sie sich selbst reflektieren und anpassen können, indem sie kontinuierlich weiterlernen und auf ihre Ziele hinarbeiten. Die zweite Dimension namens Skills umfasst die 4Ks. Die Autoren betonen, dass sie zwischen den Dimensionen Wissen und Skills keine Dichotomie sehen, sondern im Gegenteil beide Dimensionen gemeinsam gedacht werden müssten.
Dadurch solle insbesondere die Transferleistung verbessert werden. Ich zitiere. Alle Skills sollten durch und mit dem Lernen von Wissensinhalten erworben werden. Die Autoren haben verschiedene Systematiken für entsprechende Skills analysiert und zu diesem neuen Modell synthetisiert. Und sie beziehen sich explizit auch auf die P21-Arbeiten. Und vor diesem Hintergrund verteidigen sie den Fokus auf die 4Ks als Skills als eine notwendige Vereinfachung. Im Buch werden die 4K-Skills einzeln vorgestellt und ihre Relevanz unter Bezug auf Forschungsarbeiten aus den Lern- und Bildungswissenschaften begründet. Ich möchte einen kurzen Exkurs machen zur Frage, wie sich die Lernziele der 4Ks mit anderen Lernzielen verbinden lassen. Die Rede von den 4 Dimensionen aus dem vorgestellten Buch macht ja bereits deutlich, dass die 4 unterschiedlichen Bereiche nicht einfach additiv zu begreifen sind. Es geht also gerade nicht darum, dass es etwa für jeden Unterbereich oder für alle Skills jeweils ein neues Fach bräuchte. Das ist für die 4Ks im Besonderen wichtig, denn die pädagogische Kunst besteht darin, Lernziele wie Kreativität, kritisches Denken und Zusammenarbeit und andere Lernziele, zum Beispiel im Bereich Fachwissen oder Persönlichkeitsbildung oder Metalernen, nicht nur an einzelnen Stellen, sondern in der Breite miteinander zu verweben. Es gilt, einen Zopf der unterschiedlichen Dimensionen von Lernzielen zu flechten. Ein Zopf, in dem die unterschiedlichen Komponenten so kunstvoll miteinander verwoben sind, dass sie ein Gesamtwerk ergeben. Zu dieser These von mir wird man wahrscheinlich recht leicht Zustimmung ernten und gute Pädagoginnen werden reflektieren, dass sie die Verwebung und Verflechtung intuitiv in ihrer jeweiligen Praxis betreiben. Gleichzeitig gilt, wir wissen auf der konzeptionellen Ebene erstaunlich wenig über die Verwobenheit des Zopfes. Die vorhandenen Ansätze, auch bei Fidel Bialik-Trilling, beschränken sich auf die Zuordnung von Schnittstellen, zum Beispiel von einem bestimmten fachlichen Thema zu einem weiteren überfachlichen Lernziel. Es fehlt an Reflexion oder gar an einer Lehre zur Beschaffenheit eines komplex geflochtenen Zopfes von Lernzielen. Nachdem ich eben eine mögliche Einbettung der 4Ks in ein Rahmenkonzept dargestellt habe, will ich in den folgenden Überlegungen quasi Tiefenbohrungen zu den einzelnen 4Ks unternehmen. Gerade weil die konzeptionellen Grundlagen der 4Ks pessimistisch als dürftig oder optimistisch als vielfältig betrachtet werden können, gibt es kein vorherrschendes Fundament für ein gemeinsames Verständnis. Es ist im Gegenteil so, dass verschiedenste Interpretationen existieren. Um die Bandbreite deutlich zu machen, die da existiert, will ich 2 ganz unterschiedliche Interpretationen vorstellen. Eine auf granularer Ebene höchst ausdifferenzierte Operationalisierung, also eine ganz genaue Ausbuchstabierung und Anwendung, die es in der Praxis schon gibt. Sie kommen von einem kalifornischen Universitäts-Startup. Dazu gleich. Ich beginne mit dem Gegenpol. Das ist eine eher feuilletonistische Betrachtungsweise auf die 4Ks von mir. Die jetzt folgende Darstellung schildert ein sehr basales, vielleicht auch ein banales Verständnis der 4Ks. Dabei beleuchte ich zunächst ein Alltagsverständnis, vielleicht auch ein Alltagsmissverständnis zu jedem K und anschließend die 4Ks als Schlagwörter für Denken, Lernen und Arbeiten. Die, nennen wir es mal, breite Anschlussfähigkeit der 4Ks wurde und wird ganz sicher dadurch begünstigt, dass sich die meisten Menschen schnell etwas unter diesen Begriffen vorstellen können, wenn sie sie hören, einfach weil sie sie aus dem Alltag schon kennen. Ich dekliniere es mal durch. Bei Kreativität denken Menschen an bahnbrechende Erfindungen, an wegweisende Entdeckungen, brillante Kunst und Ideen, die die Welt noch nicht gekannt hatte. Wenn Menschen kritisches Denken hören, dann verbinden sie den Begriff im Alltag mit Kritik üben oder etwas problematisieren. Beim Begriff Kollaboration oder Zusammenarbeit entstehen häufig solche Bilder wie bei einem Puzzle, wo jede und jeder ein Baustein zu einem großen Ganzen zusammenträgt. Und wenn Menschen Kommunikation als Kompetenz für das 21. Jahrhundert hören, dann denken sie, es geht darum, ein Smartphone bedienen zu können. Soweit die Missverständnisse. Für eine alternative Interpretation der 4Ks lege ich im Folgenden den Fokus auf das Individuum und seine Perspektive, zunächst mit der Leitfrage, was passiert in meinem Kopf mit meinem Denken? Wendet man jetzt diese Perspektive auf Kreativität an, dann bedeutet Kreativität eben nicht, dass ich etwas denken kann, was nie zuvor jemand gedacht hat, sondern es geht vielmehr darum, dass ich etwas denken kann, was ich selbst zuvor nicht gedacht hatte. Kritisches Denken bedeutet, auf das Individuum bezogen, dass ich selbstständig denken kann. Kollaboration, also Zusammenarbeit, bedeutet
angewandt auf den eigenen Kopf und das eigene Denken, dass ich mit anderen gemeinsam denken kann. Und das ist ganz eng verbunden mit Kommunikation. Es geht darum, das eigene Denken teilen zu können, also das mitteilen zu können, was bei mir selbst in meinem Kopf passiert und umgekehrt natürlich auch, dass ich verstehen kann, was im Kopf von anderen Menschen dabei passiert. Für eine nächste Runde wechseln wir die Perspektive und jetzt steht der Begriff Lernen für die 4Ks im Vordergrund. Was bedeutet Kreativität angewandt auf das Lernen? Es geht dann darum, dass ich gezielt etwas für mich Neues lernen kann und nicht nur nach Anleitung etwas wiedergeben kann. Es geht darum, dass ich quasi weiter lernen und neu lernen kann, auch wenn der Unterricht oder die Schule vorbei sind. In Bezug auf das kritische Denken heißt Lernen vor allem, dass ich selbst lernen kann und nicht nur belehrt werde. Wenn ich jetzt mein Lernen reflektieren und gestalten kann, dann gehört dazu natürlich auch die Ebene der Kollaboration. Ich lerne gemeinsam mit anderen zusammen. Man könnte sagen, ein Lernen in Zusammenarbeit. Und dazu wiederum gehört die Fähigkeit der Kommunikation, denn ich muss mein Lernen mit anderen teilen, mein Lernen mitteilen können. Abschließend, Runde 4, möchte ich noch eine Perspektive auf die 4Ks durch die Brille des Arbeitens vorstellen. Dafür wurden die 4Ks ja ursprünglich mal besonders entwickelt. Und angewandt auf das Arbeiten bedeutet Kreativität, dass ich auch Neues arbeiten kann, also Aufgaben bearbeiten kann, die ich vorher so noch nicht kannte. Wenn ich kritisches Denken beherrsche, dann kann ich nicht nur das nachmachen oder nacharbeiten, was andere mir vormachen oder vorarbeiten, ich kann quasi selbst arbeiten. Zum Wesen des Arbeitens im 21. Jahrhundert gehört selbstverständlich, dass ich Kollaboration beherrsche, also die Zusammenarbeit mit anderen. Und zum Arbeiten gehört auch das 4K, die Kommunikation. Mit dieser Brille heißt es, dass ich mein eigenes Arbeiten teilen und anderen mitteilen kann. Das ist natürlich gegenseitig. Ich muss also auch das Arbeiten der anderen verstehen können. Soweit. Selbstverständlich sind diese vorgestellten Perspektiven, Denken und Lernen und Arbeiten sehr eng miteinander verwoben. Insofern sind es zwar unterschiedliche Perspektiven, aber es sind Perspektiven auf immer dieselben 4Ks. Eine sehr fein ausdifferenzierte und sehr konsequente Anwendung der 4Ks findet man in dem Universitätsprogramm Minerva, das in Kalifornien beheimatet ist. Bezeichnenderweise entspringt Minerva nicht etwa den traditionellen Bildungsangeboten. Es wurde vielmehr 2012 von dem Tech-Unternehmer Ben Nelson und dem Psychologieprofessor Stephen Coslin ins Leben gerufen, um, unbescheidener Anspruch, das Hochschulwesen zu revolutionieren. Ob dieser Anspruch jetzt erfüllt wird oder nicht, kann an dieser Stelle nicht abschließend erörtert werden, aber für die 4Ks ist das Studium zweifellos ein sehr bemerkenswertes Beispiel. Das Studium bei Minerva umfasst 4 Jahre. Im ersten Jahr werden unter dem Motto Foundation 4 sogenannte Cornerstone Courses angeboten. Und diese 4 Kurse bilden das gemeinsame Fundament jedes Minerva-Studiums und bauen auf 4 Kernkompetenzen auf. Wir blenden die an dieser Stelle ein, sodass man sie bei Bedarf nachlesen kann. Einfach kurz auf Pause drücken. Auf diese Weise werden die 4Ks beziehungsweise 4Cs explizit eingeführt, auch wenn sie übrigens bei Minerva nicht 4Ks oder 4Cs genannt werden. Dafür ist jetzt das gesamte erste Studienjahr reserviert und die fachliche Spezialisierung beginnt danach im 2. Jahr. Zur weiteren Konkretisierung und Operationalisierung der 4Ks hat Minerva einen Katalog von sogenannten Habits of Mind and Foundational Concepts, kurz HCs, entwickelt. Auf Deutsch also in etwa so etwas wie Denkgewohnheiten und Grundkonzepte. Jedes der 4Ks ist in mehrere Oberbereiche aufgeteilt, die jeweils noch einmal Unterbereiche von Skills and Concepts umfassen, die dann noch einmal feiner untergliedert werden. Dieser Katalog, man kann sich das vorstellen wie einen sich verästelnden Baum, diese HCs, diese werden fortlaufend weiterentwickelt. 2017 wurden sie zuletzt veröffentlicht und in dieser Auflistung umfasste sie nicht weniger als 9 Seiten. Ein Beispiel aus dieser Fassung. Der erste Oberbereich, Thinking Critically, also kritisches Denken, heißt Evaluating Claims, Prüfung von Behauptungen. Dazu gehören dann 6 Unterpunkte. Einer davon lautet Unterscheidung zwischen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Aussagen. Das ist jetzt meine eigene Übersetzung. Und darunter, also auf der 4. Ebene der Gliederung, gibt es in diesem Fall wieder 5 einzelne Punkte. 1. Ebene, 2. Ebene, 3. Ebene, 4. Ebene. Es verästelt sich immer weiter. Und wie bei dem oben jetzt vorgestellten Rahmenkonzept der 4 Dimensionen der Bildung wird auch bei Minerva deutlich, die 4Ks werden nicht unabhängig von oder gar als Gegensatz zu fachlichem Wissen gedacht, sondern in gegenseitiger Verflechtung. Auf den Punkt gebracht wird das durch das Zitat eines ehemaligen Studenten, mit dem Minerva auf der eigenen Website wirbt. Da steht:
The goal of Minerva's curriculum isn't memorization or the study of factual information. We study academic content so we can develop. Content is not an end in itself, but a medium through which we learn to develop our minds. Wie weit diese Verflechtung der 4Ks in das weitere Studium reicht, zeigt die Integration in die schriftlichen Arbeiten der Studierenden, die einen Hauptteil des alltäglichen Studiums ausmachen. Bei Minerva gibt es übrigens keine Vorlesungen. Die Studierenden müssen in ihren eigenen Arbeiten den Fließtext ständig mit Fußnoten oder Endnoten versehen und dafür wechseln sie dann immer auf die Metaebene und setzen die einzelnen Abschnitte ihrer Arbeit mit den HCs in Verbindung, die sie angewandt haben für ihre Arbeiten. Dafür müssen sie das jeweilige HC benennen, sowie die Anwendung und die Verknüpfung begründen. Und diese Reflexion fließt auch in die Bewertung der studentischen Leistung ein. Für jedes einzelne HC existiert ein Bewertungsmaßstab mit einschlägigen Kriterien und auf diese Weise sind die HCs für das gesamte Studium quasi allgegenwärtig und ständig mit der fachlichen Ebene verflochten. Diese Regelung bezieht sich nicht auf einzelne Probearbeiten, sondern auf das gesamte Studium. Der Ansatz von Minerva setzt die 4Ks so konsequent um wie meines Wissens nach keine andere Bildungsinstitution. Die entsprechenden Skills sind keine Schlagworte, sondern sehr fein in Unterbereiche und einzelne Punkte operationalisiert. Sie werden in explizit den einzelnen Ks gewidmeten Kursen eingeführt und daraufhin werden sie dann im gesamten Studium quasi als Querschnittsfrage mit dem fachlichen Wissen und mit dem Meta-Lernen verknüpft. Und schließlich, sie sind auch im Assessment der studentischen Leistung abgebildet. Nach meiner Einschätzung würde ich jetzt schon sagen, im Hinblick auf die 4Ks darf das Minerva-Studium durchaus als revolutionär oder als bahnbrechend eingestuft werden. Zusammengefasst. Die 4Ks wurden zu Beginn der 2000er Jahre, insbesondere in der Initiative P21 in den USA entwickelt. Als der Begriff in den 2010er Jahren im deutschsprachigen Raum Einzug hielt, gingen die konzeptionellen Grundlagen dabei verloren, sodass heute keine gemeinsame Interpretation vorhanden ist. Es existiert vielmehr eine gewisse Beliebigkeit bis hin zu einem banalen Alltagsverständnis, insbesondere zu den Begriffen Kreativität und kritisches Denken. Für eine flächendeckende, möglicherweise sogar strukturell verankerte Etablierung fehlt es an Substanz. Die Kehrseite der Beliebigkeit der 4Ks ist die Anpassbarkeit an individuelle Umstände und Möglichkeiten. Nicht obwohl, sondern gerade weil der Begriff viel Raum zur Gestaltung bietet, kann er für Diskussionen um Schul- und um Unterrichtsentwicklung dienlich sein. Dafür ist jedoch eine eigene Ausdifferenzierung in der Breite und in der Tiefe erforderlich. In der Breite braucht es einen Rahmen, der die 4Ks in ein konzeptionelles Umfeld verortet. Und in der Tiefe braucht es eine Ausdifferenzierung der Bedeutung, der Anwendung oder auch des Assessments der 4Ks.